Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind heute Abend und willkommen bei uns zum Themenabend Wald im Wandel. Der Themenabend findet heute statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Technik Kontrovers. Und ja, ich bin Eva Wendeberg. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des ITERS. Und ich darf Sie heute Abend gemeinsam mit meiner Kollegin Sina durch den Abend begleiten. Ja, auch von mir noch einmal herzlich willkommen. Wir sind heute zum ersten Mal live aus dem Triangle Open Space am Kronenplatz in Karlsruhe. Mit dem Triangle Open Space hat das KIT einen Veranstaltungsraum geschaffen, in dem Öffentlichkeit und Wissenschaft zusammenkommen sollen. Und genau darum geht es auch bei Technik Kontrovers. In dieser Veranstaltungsreihe präsentieren wir Technikthemen, die gesellschaftlich besonders relevant sind und bei denen der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern mit Ihnen besonders wichtig ist. Es geht also heute Abend nicht nur darum, Ihnen wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln, sondern auch Ihre Ansichten und Erfahrungen aufzunehmen und wieder in die Forschung mit einzubeziehen. Ja, bei Technik Kontrovers hatten wir schon einige Veranstaltungen, wie zum Beispiel zum den Themen 3D-Druck, autonomes Fahren oder nachhaltige Ernährung. Und ja, diese Veranstaltungen, diese Vorträge davon finden Sie auch online auf unserer Homepage und auf unserem YouTube-Kanal. Das heißt, wir nehmen es auch jedes Mal auf und es wird auch heute Abend so sein, also diese Veranstaltung wird heute auch aufgenommen. Sie müssen aber keine Angst haben, Sie können Ihre Kameras gerne eingeschaltet lassen oder auch einschalten, wie Sie möchten. Sie werden bei der Aufnahme nicht zu sehen sein. Ja, wir beginnen jetzt auch gleich schon mit unserem ersten Vortrag. Shomit Saha wird uns einen Überblick darüber geben, in welchem Zustand sich die Bäume und Wälder in Deutschland befinden und welche Herausforderungen wir meistern müssen, um sie für die Zukunft zu erhalten. Ganz kurz, bevor wir starten, noch einmal für Sie noch mal einen kurzen Einblick über den Ablauf des heutigen Abends. Also es wird heute 3 Impulsvorträge geben. Und ja, heute der erste Vortrag, von dem Sie gerade schon gehört haben, ist ausnahmsweise auf Englisch. Die Folien sind aber auf Deutsch und auch wenn Sie Fragen haben, etwas nicht verständlich sein sollte, können Sie sehr gerne alle Fragen in den Chat machen. Und wir lesen die Fragen dann im Anschluss vor und werden alle gesammelt. Und wenn Sie weiterführende Fragen haben, also über diesen Vortrag hinaus, dann bitte ich Sie, diese noch zurückzuhalten, weil es wird am Ende von den ganzen Vorträgen eine Diskussionsrunde geben, in der wir den Fragen dann auch uns wirklich gut widmen können. Also nach den Vorträgen gerne Ihre Verständnisfragen und später dann die tiefergehenden Fragen. Ja, ich darf Ihnen Shomit Saha vorstellen. Shomit hat eigentlich schon sein ganzes Leben lang mit Wäldern zu tun. Er ist in einem kleinen Ort in Bhutan inmitten von tropischen Regenwäldern aufgewachsen, bevor er im Alter von 10 Jahren mit seiner Familie nach Indien gezogen ist. In Indien hat er Zoologie und Forstwirtschaft studiert und nach seinem Masterabschluss als Förster gearbeitet. 2008 ist er dann nach Freiburg gezogen, um seine Doktorarbeit zu schreiben und seit 2017 arbeitet er bei uns hier am ITERS. Er leitet die Forschungsgruppe Sylvanus, die sich damit beschäftigt, wie die Widerstandsfähigkeit von Wäldern erhöht werden kann. Danke, Shomit. Wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Yeah, thank you very much for your nice introduction and good evening, ladies and gentlemen. And thank you again for joining this evening event today. I would like to take 15 minutes to present you the topic of our event today. So before I would like to start, I would like to mention what do we mean here by forest. So I quote from the definition from United Nations that forest is a land, it should be at least 0.5 hectare in size and the trees should reach at least 5 meter in height and there's the crown cover of an area should be at least 10%. And here I give example of a forest from a national park, Jasmund Rugen, which I visited 2019 and liked very much.
We will also use in our presentation the word urban forest, which has more complex definition. So urban forests are kind of a network or system which can constitute a single tree, like you see in Champs-Élysées in Paris, or a group of trees or a small patch of wood, like you see on the screen, the Karlsruhe city view from Thunberg, and they can be all part of a urban forest, which is also a definition from United Nations. So I would like to go to the topic of forest death in Germany. You may know that there was a report recently which says that in year 2020, nearly 79% of all trees in Germany at least have a decline of tree crown, or there is a health decline. And also there is a significant increase in forest dieback in recent year. And most importantly, these diebacks are related to young trees, which are less than 60 years old. And that is really a matter of concern. And that is the situation at the national scale. And come to the our region in city Karlsruhe, where we run a project, Grüne Lunge, and collected data from the forest, which is owned by the city, or the community forest mostly, we have found that out of 23 tree species, nearly 12 tree species have at least 20% crown dieback or more. And also when we consider the situation in the trees which are growing inside the city, which we took data from Baum Cataster of city Karlsruhe, we have found that out of 30 most common trees, 27 trees have at least 10 to 25% damage in the crown. And you can see that there is a high variation of this health condition between the species. And now I'd like to come to the point that why our trees are dying, and which are the direct factor and which are the indirect factor. One of the main reason of tree dieback is different pathogen and diseases which are impacting our trees a lot. And some of them here I mentioned are like, for example, bark beetle, or which is impacting our spruce trees a lot, and a fungus which is impacting a lot our ash tree, and also another fungus called Diplodia sapinia, which is impacting our pine tree, and also oak processionary moth, which is impacting our oak tree. And now these four tree species cover nearly 64% of forest in Germany, which is the stand from 2012. And you can see that this is actually a huge amount of forest. Also, another direct factor which is impacting a lot is the storm. We had a storm a few days ago. Here I am mentioning 9 storms since 1991, which are kind of huge. And as we do not have yet the full data of our recent storm. And I was trying to analyze or create a kind of report that how many million cubic meter of wood, which was could be destroyed by this 9 storm. And that is around 160 million cubic meter, as that could be difficult for you to understand. So what you can take as a calculation, for example, in a well-stocked forest in Germany, you may get around 340, 350 cubic meter of wood. And if you use that as a factor, that can lead to 0.5 million hectare, and which is equivalent to 770,000 football field.
And Germany has around 11.4 million hectares of forest. And these 9 storm only in last 30 years damage a huge part of our forest. Another third factor we could mention here is the forest fire, which is a kind of new threat, as the forest fire in Germany in the past were more in the smaller scale, but we are seeing a more bigger scale of forest fire. And recently, actually yesterday, there was a report from United Nations, which says that catastrophic forest fire at landscape level will increase significantly in Central Europe. And they actually mentioned that government should be fire ready. And also there are kind of studies which supports this claim. There are also indirect factor involved in these forest dieback, which are related to impact from climate change. Two we can mention here are storm and drought. For example, in the picture you see above corner left is the forest beech trees dieback in Switzerland. So beech trees are highly vulnerable to drought. And when there is a drought, predispose them to weakness, they eventually get impacted by other diseases. And in the corner left down, you can see the picture of police water cannons being used to water the street trees in Bochum. This picture is very significant because many cities in Germany still lack a good infrastructure to water the trees, as normally we normally water in the city young trees which are newly planted. But in this case, these trees are quite established. And also there are scientific studies which says that the frequency of drought and the magnitude of drought will increase significantly, and also the amount of future storm will increase significantly in future. Yeah. Another reason, which in my opinion is reason for high forest death in our country, is that we have a lot of monospecific forest, which is because of our history, as since after the Second World War, we focused more on timber production in for fast-growing tree species. And in 2012, nearly 37% of our forests were kind of monoculture. And we know from scientific studies that monospecific forests are more vulnerable to climate change impact than mixed forest. Another reason, this is mostly for the tree death inside the city or forest death, or urban forest death, is that in our country, in the western part of the country and in some part of eastern part of the country, we are seeing high rate of urbanization and densification, which can lead to the loss of urban forest. And in this four picture, you see that I take the example of Karlsruhe city, Berlin, Munich, and Hamburg. And you see that in Karlsruhe city, we have lost 1.3% of green tree cover compared to 2001, which is 0.83% for Berlin, quite high, nearly 3.7% for Munich, and 0.93% for Hamburg. So my question here is that why should we care? What happens when forests are dead or all trees are dead? That can have catastrophic influence. It can increase the process called desertification, and the impact of climate change will be accelerated and become more stronger. There could be a lot of flood and soil erosion. There could be problem for food production, oxygen production, and finally, it can impact physical health of human, for example, by heat stress. And this, some of this function that we can actually get from forest, or directly or indirectly, are related to our well-being. And that is called ecosystem service, which is a very important word. And we actually need to know that how much ecosystem service forests provide. And that is the reason we need to properly quantify them.
as I quote here from a Nature editorial in 2021, that perhaps we human do not give a value until we do not know exactly the value and quantify them. So the next question is, what should we do in this situation? And here I made some point. The first thing is that we need to increase the resilience of our current forest to climate change impact, and that's related to forest transformation, which is also one topic of forest in transition. And this in Germany is a famous word in forestry called Waldumbau, which is now an ongoing process, has been started nearly 20, 30 years ago already when we saw big problem of storms in 1990s. And we also need to conserve the existing forest and make our management better so that we can keep them in our rural area as well as in the city. Oops. Oops, can you go down? Yeah, thank you, sorry for that. And the third most important point is that we need to create our future forest with participation for the citizen and participation of stakeholder. And that's the reason why we need to talk more with citizens about our problem, as future forest will be used also by the citizen. And we need a long and short-term planning, and also we need to support private and community forest owner, because community and private forest owners may not have financial capacity to do the forest transformation, but you may know that community and private forest owners actually own nearly 60-70% of Germany's forest. So I would like to now come to the end of my presentation at the beginning. Today we try to present two controversies or two challenges to you. First example is a case study, which is a restoration of forest after fire in Brandenburg, which is part of Erwin project. And there we have challenges, and I noted those challenges in three questions. What should we do after fire? Should we do nothing? Should we completely depend on natural regeneration, which in our scientific term called passive restoration? Or then the question is, if we do that, can we guarantee all the ecosystem services, particularly to the villages which are nearby to the forest? You need to think here that German forests are not Canadian forest, which means we have a cultural landscape in this country where villages and forests are very intertwined, not like in northern Canada where thousands of kilometers could be continuous forest. So in this case, we need to guarantee some ecosystem service, for example, biomass and timber, but we also need to keep the biodiversity values. Then how to do that? Should we do both passive restoration, like natural regeneration, and combine that with active restoration, like conversion, forest conversion or planting? If yes, how we can do that? In the second case study is we are switching to our region, to Karlsruhe, and also switching the forest type, which means we are focusing on urban forest, where we have a project called Grüne Lunge, where we try to focus how to increase the resilience of city forest to climate change impact. And there we also have one controversy that we would like to discuss today. And the first one is that cities in the trees provide a lot of ecosystem service, we know that, but perhaps it is not possible to get all types of ecosystem service at the same time. So there could be trade-off between ecosystem service, how to reduce that trade-off. And also city ecosystem service from city trees and the forest nearby the city have a lot of value to us, but how we can quantify that value and how we can implement such quantification in management system. And the final thing is that city trees or urban forest is a perfect example for social ecological system, which means
the interaction between nature and human is so intense in the city. So how then we can involve the citizens to actually protect and manage our city trees for the future? I think that's our two controversies that we would like to discuss today. We are not answering all the questions here. Rather, we want to know your opinion as we are working on this question. And you know that these questions are broad questions, cannot be answered in 2-3 years project time, but we would like to show some impulse from our activities. Oops, sorry. I now want to come to my last slide, a little bit introduce our group. So we have a group which is called Silvanus, a Roman god who actually protects forest from human. I took that as I like that god name and their meaning. And the aim of this group is to increase resilience of our forest to climate change impact and also reduce the trade-off between different ecosystem service at the time of forest transition. It was established as a KIT junior research group in 2019. Since 2021, it's a full group. And we have 10 members at the moment, 6 researchers and 4 students. We are funded by Helmholtz Foundation. We are funded by Federal Ministry for Research and Education, Federal Ministry for Agriculture and Nutrition, and State of Baden-Württemberg Ministry for Science, Research and Arts, European Union and European Forest Institute. So thank you again very much from my side, and I hope that you will like this event. Thank you. Ja, vielen lieben Dank, Somit, für deine guten Einblicke hier in dieses spannende Thema. Deswegen die Frage an Sie, liebes Publikum, haben Sie Fragen an Somit Saha? Dürfen Sie sehr gerne, wenn Fragen da sind, Sie jetzt in den Chat hineinschreiben und dann werde ich sie an Somit weitergeben. Ich glaube, es scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Deswegen nochmal vielen lieben Dank, Somit. Ja, thank you. Somit hat uns ja jetzt schon einen ganz guten Überblick gegeben über diese vielen drängenden Themen der Waldforschung. Und wir haben ja noch 2 weitere Vorträge heute Abend. Und da werden wir noch 2 weitere Forschungsfragen, wie Sie auch schon gehört haben, ein bisschen vertiefen und dort in diese Themen eintauchen. Und ja, wie Sie auch schon gehört haben, neben Trockenheit und Schädlingsbefallen stellen auch Waldbrände eine immer größere Gefahr für die heimischen Wälder dar. Und ja, in unserem nächsten Vortrag geht es um die Frage, was mit einem Wald denn nach einem Brand passiert und wie man ihn bei der Regeneration auch unterstützen kann. Dafür darf ich Ihnen Katrin Fröhlich vorstellen. Katrin hat Biologie am KIT studiert und derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch Doktorandin in der Forschungsgruppe Silvanus. Und im Rahmen ihrer Doktorarbeit beschäftigt sie sich, wie sich Wälder nach einem Brand entwickeln und wie gut verschiedene Wiederaufforstungsstrategien und ihre Regeneration beitragen. Und außerdem untersucht sie, welche Baumarten geeignet sind, um unsere Wälder in Zukunft unter Klimabedingungen zu erhalten. Katrin, du hast das Wort. Vielen Dank für die nette Überleitung und auch die schöne Einleitung. Ich glaube, es ist nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass unsere Wälder bedroht sind. Insbesondere will ich hier auf den Klimawandel eingehen, der ja in aller Munde ist, in allen Medien drin ist. Hier habe ich zum Beispiel die Aufnahmen des Dürremonitors vom Helmholtz-Institut und man sieht, schon ab 2017 wird die Trockenheit immer schlimmer in Deutschland. Und die Trockenheit wirkt sich eben auch auf die Vegetation aus. Die Vegetation, die Bäume, die trocknen alle aus und sind dann perfektes Futter für Waldbrände. Man sieht es auch hier an dieser Grafik, dass die Waldbrände in den letzten 4 Jahren stark zugenommen hat. Warum ist das so schlimm? Weil der
es ist so schlimm, weil der Wald eben auch ein Wirtschaftsfaktor in Deutschland ist. Und mit verbranntem Wald wird auch Geld verbrannt. Und das ist für viele Bundesländer auch ein großer finanzieller Verlust. Gerade das Jahr 2018 war von großen, großflächigen Waldbränden gerade in Brandenburg geprägt, die man, wie man hier sieht, auch alle anderen Statistiken der anderen Bundesländer weit in den Schatten stellt. Hier haben wir mal ein Beispiel aus der Liebe Rosa Heide in Brandenburg, wo teilweise auch Moorgebiet mit abgebrannt worden ist, was ja sowieso schon stark geschützt wird in Deutschland, wegen eben der Klimaschutzkapazität durch CO2-Fixierung. Insgesamt sind im Jahr 2018 über 1200 Hektar an Wald verbrannt, in ganzen 491 Einzelbränden, und zwar nur in der Zeitspanne von Mai bis November gezählt. In Brandenburg kommt dann zusätzlich noch die Problematik der Munitionsbelastung in vielen Orten und vielen Waldflächen dazu, was das Löschen und das Eindämmen solcher Waldbrände natürlich erschwert, wodurch die Waldbrände dann schneller noch mehr Fläche gewinnen können. Die Frage, mit der ich mich jetzt auch im Erwin-Projekt beschäftige, ist, was passiert nach dem Brand, was kommt danach? Das hier ist eine aktuelle Aufnahme vom letzten Jahr im April. So sieht es 3 Jahre nach einem Waldbrand aus, wenn man nichts tut. Das Problem ist hierbei, dass Interessen kollidieren. Zum Beispiel die Problemstellung in der Forstwirtschaft ist natürlich, wie können wir einen funktionellen und produktiven Wald wiedererlangen? Eine andere Frage, die nicht unbedingt aus der Forstwirtschaft kommt, wie ist ein funktioneller Wald wiederzubekommen, der auch Ökosystem ist und Heimat für viele Lebewesen bildet, die auch wichtig eben sind für Wälder. Die klassische Vorgehensweise nach einem Waldbrand ist die komplette Räumung der Fläche von dem restlichen Brandholz sowie die sehr schwere Bodenbearbeitung, wo etwa 20 Zentimeter des Oberbodens, also der oberen Bodenschicht, einfach umgewühlt werden. Danach kommen dann im Zeitraum von 1 bis 3 Jahren kommen dann direkt die Pflanzungen der neuen Bäume für den zukünftigen Wirtschaftswald. Soweit zur klassischen Methode. In meiner Doktorarbeit im Erwin-Projekt betrachte ich allerdings eben nicht nur die klassische Methode. Man sieht hier nochmal ein anderes Foto aus der Treuenbrietzner Brandfläche, sondern ich schaue mir ein ganzes Spektrum an verschiedenen Interventionsgraden an. Auf der linken Seite hier in dieser Grafik sehen wir den Kontrollwald. Dann haben wir auch in unserem Untersuchungsgebiet einen Wald, der komplett abgebrannt ist, wo aber keine forstwirtschaftlichen Maßnahmen wie zum Beispiel Bodenbearbeitung oder Totholzräumungen stattgefunden haben. In der Mitte, also zwischen der Vollräumung und dem Vollbrand, wo keine Maßnahmen stattgefunden haben, haben wir dann einen Mittelweg, wo teilweise Totholz geräumt worden ist, wo auch teilweise gepflanzt worden ist und wo nur leicht der Boden bearbeitet worden ist. Genau, und hier möchte ich die beiden Extreme, wo wir einfach eine starke Bearbeitung haben und eine nicht so starke Bearbeitung noch mal kurz gegenüberstellen. Das heißt, wir haben bei der vollständigen Räumung natürlich forstwirtschaftliche Vorteile. Wir können die Struktur des Waldes sofort kontrollieren. Wir können auch kontrollieren, welche Baumarten wir in das Gebiet direkt einbringen. Was wir dagegen haben, ist halt auch noch die Problematik der intensiven Bodenbearbeitung, die natürlich mit der Vorbereitung zur Pflanzung in Verbindung steht. Das heißt, die oberste Schicht des Bodens wird komplett umgepflügt. Dadurch wird natürlich die Eigenschaften, die Schichtung, die Nährstoffverteilung im Boden verändert, das natürlich eine ganz andere Basis dann bildet für die nachfolgende Vegetation, was auch zum Verlust von ökologischen Nischen führen kann, schon allein durch die Räumung des Totholzes, was oftmals ein Schutzraum für nachkommende Bäumchen oder Pionierpflanzen eben bildet. Bei der teilweisen Räumung haben wir zwar auch eine leichte Bodenbearbeitung und es wird auch natürlich dadurch die Bodencharakteristik weiter verändert. Allerdings bleibt Totholz zurück und es werden teilweise noch Strukturen erhalten,
die nach dem Brand, wie zum Beispiel eine Ascheschicht, das bleibt einfach noch mehr an der Oberfläche und bildet eine gute Nährstoffbasis für Pionierpflanzen, also Pflanzen, die zuerst nach dem Brand wieder nachkommen. Was wir allerdings mit dieser leichteren Bearbeitung und nur der teilweisen Räumung haben, ist, dass wir natürlich die Vegetationsstrukturen nicht zu 100% kontrollieren können. Wir können nicht zu 100% kontrollieren, ob jetzt zum Beispiel invasive Spezies die Fläche überwuchern oder ob Zielbaumarten wie zum Beispiel Eichen so anwachsen, wie wir es möchten. Auch die Waldstruktur ist natürlich nicht so gegeben, wie wenn man das Gebiet vorher komplett räumt und seine Schneisen zieht und dann eben schon eine Plantagenstruktur initiieren kann. So, nochmal zum Thema. Was passiert nach einem Brand? Es passiert auch was von der Natur aus. Also es kommt schon etwas nach. Im Speziellen fokussiere ich mich jetzt als nächstes auf die Pionierpflanzen, die so nach dem Brand innerhalb der 3 Jahre sich etablieren. Und das sind viele Moose, viele kleine krautige Pflanzen, die natürlich die Bodeneigenschaften nochmal verbessern, damit eben nachkommende Gehölze, kleine Bäumchen besser Fuß fassen können. Moose zum Beispiel beeinflussen den Wassergehalt des Bodens, der wiederum wichtig ist für andere krautige Pflanzen oder holzige Pflanzen, damit sie tief ihr Wurzelwerk ausbilden können und überhaupt einmal Fuß fassen können. Genauer habe ich mich dann nochmal mit der Moosbedeckung in den verschiedenen Behandlungen, die zu verschiedenen Intensitäten durchgeführt worden sind, beschäftigt. Das sieht man dann hier. Bitte haben Sie keine Angst vor diesem Boxplot. Das sieht jetzt hochwissenschaftlich aus. Ich versuche es. Wir fokussieren uns aber erstmal nur auf eine Handvoll der Aspekte. Hier wird dargestellt die Moosbedeckung des Bodens in Prozent, aufgeschlüsselt auf die verschiedenen Behandlungsarten, die wir in unserem Projekt untersucht haben. Ganz links haben wir den unverbrannten Kontrollwald, ganz rechts haben wir die 2 Behandlungen, die komplett geräumt und der Boden stark bearbeitet worden ist. In den roten Kreisen finden Sie die sogenannten Mediane, das sind diese Striche in den Boxen drin und die können wie eine Art Mittelwert, der allerdings statistisch ein bisschen stabiler ist, gesehen werden. Und an diesen Mittelwerten können wir die mittlere Bedeckung durch Moose des Bodens ablesen. Das heißt, im Kontrollwald haben wir typisch für eine Kiefernplantage eine sehr hohe Moosbedeckung. Dann haben wir aber ganz rechts, im ganz rechten Kreis, eine sehr, sehr niedrige Moosbedeckung. Das ist die komplette Bodenbearbeitung, wo der Boden wirklich 20 cm tief gepflügt worden ist. Und in der Mitte haben wir nur eine leichte Bodenbearbeitung, wo auch noch Totholz auf dem Boden verblieben ist. Und man sieht die Unterschiede. Man sieht, dass es selbst nur mit einer leichten Bodenbearbeitung, dass dem Moos im Prinzip hilft, den Boden besser bedecken zu können. Was eben auch ein Vorteil dann ist, wenn man dann noch Bäume nachpflanzen möchte. Das macht den Boden bereit sozusagen für die Baumarten, auf die man abzielt. Und dennoch bleibt dann trotzdem ein Konflikt stehen für uns alle. Und zwar der Konflikt, möchte ich einen Wirtschaftswald haben? Wie schnell möchte ich den Wirtschaftswald haben? Was für Baumarten brauche ich? Oder möchte ich mehr mich fokussieren auf den Umweltschutz, auf die Beheimatung von vielen verschiedenen Baum-, Pflanzen- und Tierarten. Was wollen wir bevorzugen? Oder lässt sich da vielleicht sogar eine Balance finden? Das möchte ich Sie auch gerne nachher noch in der Diskussion fragen. Wie sehen Sie das? Ja, vielen Dank, Katrin, für den spannenden Vortrag. Und wenn Sie jetzt Verständnisfragen haben, dann schreiben Sie die gerne jetzt in den Chat. Wir haben auch schon noch einige Verständnisfragen bekommen oder auch weiterführende Fragen, die auch teilweise an Schomit gerichtet sind. Eine der Fragen ist aber vielleicht auch eine Frage, die du ganz gut beantworten kannst, weil du dich damit ja auch beschäftigt hast, nämlich beim Umbau des Waldes, ob man da auf heimische oder auf neue Arten setzt. Das ist auch ein Konfliktpunkt, ein großer im Moment, auch in der Forstwirtschaft. Die Frage ist, wie beständig sind unsere heimischen Baumarten auch im Klimawandel? Und das werde ich auch noch im Laufe des Erwin-Projekts weiter untersuchen, inwiefern unsere heimischen Baumarten es unter den trockenen und heißen Klimawandelbedingungen
aushalten, vor allem als Setzlinge aushalten, die sich jetzt langsam jeden Sommer und jedes Jahr immer mehr etablieren. Das ist so, also ob man jetzt neue Baumarten einführt, das ist in Deutschland auch so wirklich schwierig, weil wir auch einige invasive Arten haben, wie zum Beispiel den Götterbaum. Und das ist auch so eine Gretchenfrage, so ein bisschen. Okay, es gibt noch eine andere Frage, und zwar zur Seite 27. Vielleicht können wir da mal kurz zurückgehen. Ja. Und die Frage ist, wie hoch ist N? Pro Behandlung wurden 30 Plots ausgewertet. Ah, okay. Genau, es ist hier mit N wird natürlich die Anzahl der Testpunkte, also der Untersuchungspunkte gemeint. Mhm. Insgesamt sind es 210 Untersuchungspunkte gewesen. Dann ist noch die Frage, ob Waldbrände auch Vorteile haben können, zum Beispiel Zeckenvernichtung. Die Zecken sind ja eigentlich auch Teil unseres Ökosystems, aber da haben Sie schon recht. Letztes Jahr im Sommer sind wir keine einzigen Zecke im kompletten Waldbrandgebiet begegnet. Allerdings haben sich dafür Hirschlausblumen zum Beispiel angesiedelt, die jetzt auch ähnlich wie die Zecken parasitisch leben und mit Flügeln ausgestattet sind. Also es kommt dann immer noch sozusagen ein Ausgleich von der Natur zurück. Okay, also wir haben jetzt im Moment auch keine weiteren Verständnisfragen, und alle weiterführenden Fragen können wir dann später in der Diskussion noch behandeln. Vielen Dank nochmal, Katrin. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Impulsvortrag. Dabei geht es um die Frage, welchen Nutzen Bäume und Wälder haben und wie wir diesen Nutzen messen können. Die beiden Wissenschaftlerinnen Angela Beckmann-Wöbelt und Julia Almeida forschen an Ökosystemleistungen von Bäumen. Das sind die Leistungen, die wir Menschen von Bäumen beziehen. Angela hat Geografie an der Universität der Vereinten Nationen in Bonn studiert. 2020 hat sie in ihrer Masterarbeit am ITAS untersucht, wie die Bevölkerung von Rheinstädten und Karlsruhe städtische Wälder bewertet. Sie arbeitet jetzt im Projekt Grüne Lunge und schreibt ihre Doktorarbeit. Außerdem haben wir Julia heute online zugeschaltet. Hallo Julia. Hallo. Julia. Hallo, guten Hi, Julia. Abend. Julia kommt aus Ecuador und hat Forst- und Umweltwissenschaften an der Universität Freiburg studiert. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit forscht sie an der Frage, wie man Ökosystemleistungen mit einem einheitlichen System messen und bewerten kann. Vielen Dank, ich freue mich auf euren Vortrag. Ja, danke Sina für die Vorstellung. Wir begeben uns also jetzt gedanklich zurück aus Brandenburg nach Karlsruhe, mitten in die Stadt, wo wir uns aktuell befinden und vielleicht auch viele von Ihnen. Und Julia und ich werden jetzt in den kommenden Minuten ein bisschen näher auf die Herausforderungen des städtischen Waldes explizit eingehen. Bevor wir aber anfangen, haben wir erstmal noch eine Frage an Sie, beziehungsweise zwei sogar. Sie dürfen gerne mal mit Ihrem Smartphone diesen QR-Code scannen oder aber auf den Link klicken, der jetzt auch im Chat gepostet sein sollte. Und dann dürfte bei Ihnen auf dem Screen auch eine Frage erscheinen. Genau so sollte das aussehen. Bei mir ist das jetzt wahrscheinlich für Sie etwas klein, aber ich lese es vielleicht mal vor. Es sollte auch bei Ihnen dann jeweils auf dem Bildschirm erscheinen. Und zwar ist die erste Frage: Warum spielen Bäume in der Stadt aus Ihrer Sicht eine wichtige Rolle? Keine Sorge, es ist keine Wissensabfrage. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten, sondern einfach nur Ihre Meinung. Und es sollte jetzt bei Ihnen dann auch noch zwei Freitextfelder geben. Ich sehe schon, es klappt hervorragend, wo Sie einzelne Stichworte jeweils hereinschreiben können. Und ich sehe schon Ihre ersten Antworten, wie dass Sie Schatten spenden, die Lebensqualität erhöhen, die Luft reinhalten. Es ist die Optik, also auch die Ästhetik, das Stadtklima. Und wirklich ganz viele wichtige Aspekte, die Sie auch schon am Wald wertschätzen. Vielleicht warten wir noch ein bisschen. Ich sehe, dass noch viele fleißig antworten. Zum Beispiel wird auch die Biodiversität in der Stadt hervorgehoben, das Mikroklima, die Optik, Lebensqualität. Genau, also viele wichtige Aspekte. Vielen Dank für die vielen Antworten. Und wir haben noch eine zweite Frage. Wenn Sie... Die dürfte jetzt genau dann auch bei Ihnen auf dem gleichen Bildschirm einfach erscheinen. Und dabei geht es darum, ist es mehr eine Aussage,
Und die Aussage ist, während der Corona-Beschränkungen sind oder waren, wie man es nimmt, städtische und stadtnahe Wälder wichtig für mein Wohlbefinden. Und da können Sie diesen blauen Punkt einfach von links nach rechts hin und her schieben, wie Sie mögen. Ganz links bedeutet, dass Sie der Aussage überhaupt nicht zustimmen und ganz rechts, dass Sie der Aussage zu voll und ganz zustimmen. Und wenn Sie mit der Antwort zufrieden sind, können Sie einfach auf Abschicken klicken und dann sehen wir das hier schon auf dem Bildschirm. Und ich sehe, dass aktuell schon 40 Personen abgestimmt haben für diese Frage und der Wert liegt aktuell bei 6,4 von 7 Punkten. Also ich merke, für Sie alle auch war der Wald, besonders in der Covid-Pandemie, auch wichtig für Ihr Wohlbefinden. Vielen Dank für diese Antworten auf jeden Fall. Wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Wollen aber erst noch mal ein bisschen näher hereingehen, was für Herausforderungen hat der urbane Wald denn überhaupt? Genau. Etwa 3/4 der Bevölkerung in Deutschland leben in Städten. Und natürlich bringt die zunehmende Verstädterung und Versiegelung von Flächen auch Herausforderungen mit sich, wie beispielsweise Luftverschmutzungen, die zu Gesundheitsgefährdungen führen können, aber auch Hitzewellen, von denen vor allem vielleicht Ältere oder Vorerkrankte mit Kreislaufproblemen betroffen sind und zunehmend durch die Versiegelung auch Hochwasser, wie wir ja auch leider immer wieder in den Medien sehen. Und diese Herausforderungen sind natürlich für Herausforderungen für uns Menschen, die wir in der Stadt leben, aber die Herausforderungen sind auch genauso Herausforderungen für die Bäume in der Stadt. Ich glaube, Schomit hat das ja eingangs schon ganz gut vorgestellt, wie die Bäume auch unter diesen Herausforderungen leiden. Gleichzeitig bieten aber Bäume natürlich auch viele Vorteile, wie Sie gerade eben ja auch schon selber hervorgehoben haben. Ich habe mal ein paar davon hier nochmal zusammengetragen. Es ist zum einen die Förderung des Stadtklimas, die Minderung aber auch von Luftverschmutzungen und vielleicht auch, dass sie zum Wohlbefinden beitragen und den sozialen Zusammenhalt fördern. Denn natürlich sind urbane Wälder und Parks für uns auch im Sommer ein wichtiger Treffpunkt. Und genau durch diese Leistungen können eben die Herausforderungen von urbanen Räumen auch abgemildert werden. Und deswegen können wir Bäume auch als grüne Lunge der Stadt bezeichnen. Und genau das ist, wo unser Projektname Grüne Lunge herkommt. Und das Projekt Grüne Lunge möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz näher vorstellen. Genau, im Projekt Grüne Lunge beschäftigen wir uns vor allem mit der Widerstands- und Anpassungsfähigkeit städtischer Bäume und Wälder. Und das machen wir nicht nur am KIT, sondern zusammen mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Baden-Württemberg, zusammen auch mit dem Deutschen Wetterdienst und auch mit der Stadt Karlsruhe und unterstützt auch von der Stadt Rheinstetten. Und genau, ich denke, daran sieht man schon, dass wir im Projekt auf jeden Fall einen sehr inter- und auch transdisziplinären Forschungsansatz verfolgen. Bedeutet, dass wir nicht nur unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven im Projekt vereinen, sondern eben auch die Zusammenarbeit aus Wissenschaft und Praxis fördern. Und ich habe hier noch meine Karte mitgebracht von dem Untersuchungsgebiet. Es wurden im Rahmen des Projektes bereits viele Messungen auch an Bäumen vorgenommen. Das wird Julia noch mal näher vorstellen. Aber hier sehen Sie schon mal die 201 Versuchsflächen, diese grünen Bäume, die vielleicht bei Ihnen auch eher wie Punkte aussehen aktuell, die wirklich über das gesamte Stadtgebiet der beiden Städte verteilt sind. Kommen wir noch mal dazu, wie wir denn noch urbanen Wald definieren. Schomit hat es schon vorgestellt, ich möchte es trotzdem noch einmal in Erinnerung rufen, denn auch diese Straßenbäume sind urbaner Wald oder diese Allee in Italien, genauso wie der Schlossgarten, also ein angelegter Park oder ein Park in Barcelona oder eben auch größere Waldflächen. Wir definieren also Wald nicht nur als einen großen, geschlossenen Wald, wie man sich ihn vielleicht klassischerweise vorstellt, sondern zum urbanen Wald gehören alle Netzwerke und Systeme von Wäldern, Baumgruppen, aber eben auch Einzelbäumen wie Straßenbäumen oder Bäumen in Parks und Gärten. Also auch private Gärten sind dann Teil dessen. Vielleicht das nochmal als Erinnerung und wichtige Grundlage, wie wir urbanen Wald verstehen. Kommen wir dann zu Zielen des Projekts. Das sind jetzt ausschließlich die Ziele, die wir am KIT verfolgen, an denen wir arbeiten. Da hinzu kommen natürlich ganz viele Ziele noch von anderen, den anderen Projektpartnern, aber das würde jetzt den Rahmen etwas sprengen, auf alle genauer einzugehen. Das hier sind die Ziele, die wir am KIT, an denen wir arbeiten.
Das sind Ökosystemleistungen von urbanen Bäumen zu berechnen und Zielkonflikte zwischen unterschiedlichen Leistungen zu analysieren, um sie dann auch einheitlich bewerten zu können und in Wert zu setzen. Und jetzt fragen Sie sich, was sind Ökosystemleistungen? Ich glaube, der Begriff ist heute Abend schon häufiger gefallen und ist vielleicht nicht allen von Ihnen ein Begriff, was, denke ich, auch vollkommen normal ist. Es ist kein alltäglicher Begriff. Ich möchte ihn deswegen noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Der Begriff wurde geprägt vor allem um die 2000er Jahre und insbesondere vom Millennium Ecosystem Assessment. Das war eine groß angelegte Studie, beauftragt von der UN, von den Vereinten Nationen, wo der Zustand der weltweiten Ökosysteme gemessen werden sollte. Und im Rahmen dieses Projekts oder dieser Studie wurde auch ein Weg gefunden, Ökosystemleistungen zu definieren und auch zu kategorisieren, sodass deren Bewertung und Erhebung vereinfacht wird. Und das ist sehr grundlegend auch für unser Projekt. Wir arbeiten genau mit diesen Kategorien und deswegen stelle ich die im Folgenden auch noch einmal kurz vor. Zum einen sind das kulturelle Ökosystemdienstleistungen, also die Leistungen wie Naturerfahrung, Erholung, ein Gesundheitswert, aber auch die Ästhetik, die Verschönerung der Stadt. Also wirklich Werte, die uns als Menschen in der Stadt direkt zugutekommen. Dann gibt es aber auch die bereitstellenden Ökosystemleistungen. Das können Sie sich mehr vorstellen wie direkte materielle Dinge, die wir dem Wald entnehmen können, die der Wald uns bereitstellt. Das sind zum Beispiel Nahrungsmittel wie Obst von Obstbäumen oder Beeren, wie Holz natürlich und Biomasse. Die dritte Kategorie sind die regulierenden Ökosystemleistungen. Das sind also keine direkten materiellen Dinge, die wir dem Wald entnehmen. Es sind dennoch wichtige Leistungen, die uns direkt zugutekommen, wie beispielsweise die Verbesserung der Luftqualität oder auch die Sauerstoffproduktion. Und schließlich die letzte Kategorie sind unterstützende Ökosystemleistungen. Sina hat anfangs gesagt, die Ökosystemleistungen sind der Nutzen, den die Menschen dem Wald entnehmen. Jetzt ist unterstützende Leistungen ein bisschen vielleicht eine Sonderkategorie. Dazu zählt zum Beispiel die Biodiversität, die natürlich uns nicht direkt zugutekommt. Sie wird allerdings benötigt, damit die anderen drei Kategorien von Ökosystemleistungen überhaupt zur Verfügung gestellt werden können. In meinem Teilnetz werde ich ein bisschen näher auf kulturelle Ökosystemleistungen eingehen. Damit habe ich mich in den letzten Jahren besonders beschäftigt und würde gerne ein paar Ergebnisse vorstellen, was wir im Projekt dazu machen. Nochmal ein bisschen aufgedröselt, was sind kulturelle Leistungen von Wäldern? Das ist Erholung, Ästhetik, das sind auch soziale Beziehungen, wie ich schon gesagt habe, häufig auch Raum, um sich zu treffen, vor allem im Sommer. Das ist aber auch ein Heimatgefühl, das uns der Wald vor der Tür oder auch der Baum vor der Tür, den wir aus dem Fenster sehen, gibt. Genau, wir haben dazu im Jahr 2020 im August und September eine Umfrage gemacht, an der auch insgesamt 501 Bürgerinnen und Bürger aus Karlsruhe und Rheinstetten teilgenommen haben, also vielleicht auch Sie. Und da haben wir uns gefragt, wie bewerten denn eigentlich Bewohnerinnen und Bewohner in Karlsruhe und Rheinstetten kulturelle Ökosystemleistungen des städtischen Waldes? Und die Besonderheit war, dass es innerhalb der Umfrage auch eine Karte gab. Das war online, also quasi eine Google Maps Karte. Und da konnten die Bürgerinnen und Bürger Orte einzeichnen und kennzeichnen, an denen sie den städtischen Wald besonders wertschätzen. Und wir haben uns dann im zweiten gefragt, da natürlich die Umfrage in direktem Zusammenhang mit der Covid-Pandemie stand, gezwungenermaßen. Aber es war für uns auch eine Chance zu sehen, wie wie wirkt sich so ein Zustand und so ein Krisenzustand aus auf die Wahrnehmung und den Wert, den Bürgerinnen dem Wald zuschreiben. Und das direkte Ergebnis dieser Umfrage waren dann solche Hotspot-Karten. Sie sehen jetzt mal aufgedröselt auf der linken Seite die Punkte, quasi die Bürgerinnen und Bürger aus Rheinstetten eingezeichnet haben und auf der rechten Seite Bürgerinnen und Bürger aus Karlsruhe. Die Hotspots sind quasi die Punkte, wo besonders viele Punkte gesetzt wurden, sprich, wo besonders viele Menschen den Wald als wertvoll empfunden haben. Und ich glaube, was wir als so ein bisschen Take-Home-Message aus dieser Grafik mitnehmen können, ist auf jeden Fall, dass Leute
den Wald, der nah an ihrem Wohnort dran ist, wertschätzen. Sprich, viele, viele Bürgerinnen und Bürger aus Rheinstetten haben Punkte auch in Rheinstetten gesetzt und viele Bürgerinnen und Bürger aus Karlsruhe besonders Punkte in Karlsruhe gesetzt. Das heißt, urbanen Wald nah am Wohnsitz zu haben, spielt eine besonders wichtige Rolle für die Wertschätzung des urbanen Waldes. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch Orte wie hier beispielsweise den Oberwald oder den Schlossgarten, die auch eine überregionale wichtige Bedeutung haben. Das ist so ein bisschen, wo haben die Leute die Punkte gesetzt? Wir haben uns dann aber mal versucht, unabhängig von der Setzung der Punkte anzuschauen, wie bewerten denn die Bürgerinnen und Bürger den Wald in Karlsruhe und in Rheinstetten, sprich in der Stadt und im stadtnahen Gebiet. Und da habe ich diese Grafik mitgebracht, die, vor der Sie jetzt hoffentlich nicht zurückschrecken. Sie sehen hier also in der horizontalen Achse quasi die unterschiedlichen Ökosystemleistungen und dann, wie wichtig wurden diese empfunden. In der linken Grafik sind das die Bewertungen der Bürgerinnen und Bürger aus Rheinstetten und in der rechten von den Bürgerinnen und Bürgern aus Karlsruhe. Der dunkle Balken ist dann jeweils die Wälder, die sich in Rheinstetten befinden und der hellere Balken jeweils die Wälder, die sich in Karlsruhe befinden. Und ich möchte jetzt gar nicht auf jedes Detail eingehen, aber ich glaube, was man sehr, sehr schön sieht, ist erst einmal, dass fast alle Ökosystemleistungen außer spirituelle und religiöse Werte als sehr wichtig empfunden wurden von der Bevölkerung. Und was man dann im zweiten noch sieht, was für uns sehr spannend war, ist, dass der stadtnahe Wald in Rheinstetten für fast jede Ökosystemleistung als wichtiger oder wertvoller empfunden wurde als in der Stadt Karlsruhe. Das heißt, wir haben ein bisschen das Zusammenspiel. Einerseits ist es wichtig, den Wald in der Stadt zu haben, weil es wichtig ist, dass die Personen den Wald nah am Wohnsitz haben. Aber gleichzeitig haben eben stadtnahe Wälder, die vielleicht ja auch eine größere Fläche haben, anders aufgebaut sind als jetzt ein angelegter Park in der Stadt, haben trotzdem einen sehr intrinsischen, wichtigen Wert für die Bevölkerung. Und der wird auch von der Bevölkerung wertgeschätzt. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Argument oder zeigt ganz gut, dass eben beides auch sehr schützenswert ist, nicht nur der Wald in der Stadt, sondern auch eben der Wald im Stadtumland. Und ich denke, das ist wichtig auch zu beachten, wenn es darum geht, wie weiten sich Städte in Zukunft aus und wie können wir dann den Wald im Stadtumland auch schützen. Dann kommen wir auf der letzten Folie noch einmal dazu, was wir denn herausgefunden haben bezüglich der Covid-19-Pandemie. Ich erinnere mich, als Sie gerade abstimmen durften, war der Durchschnittswert 6,4 von 7 möglichen Punkten, glaube ich, dass der Wald wichtig war für Ihr Wohlbefinden. Und das hat sich auch in unserer Umfrage wiedergespiegelt. Von den 501 Befragten gaben über 90% an, dass der stadtnahe Wald und der städtische Wald während der Covid-19-Pandemie besonders wichtig für ihr Wohlbefinden waren. Genauso sagten auch 70% der Befragten, dass sie den städtischen und stadtnahen Wald während der Covid-Pandemie häufiger besucht haben als zuvor. Das zeigt, denke ich, auch nochmal, was für einen wichtigen Beitrag der städtische Wald zu unserer mentalen, auch Gesundheit beiträgt und zur Stressreduktion, vor allem in Zeiten, wo wir vielleicht alle eher mit psychischen Schwierigkeiten auch zu kämpfen haben oder einfach auch einen zusätzlichen Erholungsfaktor brauchen. Genau, und das wär dann auch mein Fazit. Wie gesagt, stadtnahe Wälder werden als wertvoller wahrgenommen als städtische Wälder, besitzen also einen sehr intrinsischen Wert auch für die Stadtbevölkerung, obgleich eben der Wald in der Stadt auch wichtig ist, da Leute vor allem den Wald vor der Haustür schätzen. Und sie wurden besonders wertgeschätzt, vor allem während der Pandemie. Und genau, damit wird auch nochmal der wichtige Wert für die Gesundheit ausgedrückt. Wir haben die Ergebnisse dieser Umfrage auch veröffentlicht, leider nur auf Englisch. Ich habe trotzdem mal die Quelle auch reingetan. Wir können das auch später nochmal in den Chat posten, falls Sie da noch weiter nachlesen wollen. Und ansonsten würde ich abgeben an Julia, die sich vor allem auf bereitstellende, regulierende und unterstützende Ökosystemleistungen fokussiert hat. Danke, Angela. Ja, dann mache ich weiter. Sie haben schon einen Einblick über die kulturellen Ökosystemleistungen von Bäumen erhalten. Und zunächst möchte ich
erklären, wie wir die anderen drei Kategorien, also die bereitstellenden, die regulierenden und die unterstützenden Leistungen berechnet haben. Und ich werde auch auf die Frage eingehen, wozu dient uns eigentlich diese Berechnung? Wie Sie schon gehört haben, haben wir in 201 Versuchsflächen in Karlsruhe und Rheinstettenfeld Messungen gemacht. Da haben wir verschiedene Daten von einzelnen Bäumen gesammelt. Wir haben erstens Baumeigenschaften aufgenommen, also zum Beispiel den Stammdurchmesser und die Baumhöhe, wie auf den oberen Bildern zu sehen sind. Die Kronenweite, also wie groß die Krone eines Baumes ist, unter anderem. Wir haben auch Daten zur Baumgesundheit aufgenommen, da die Gesundheit oder Vitalität eines Baumes die Bereitstellung von Ökosystemleistungen beeinflusst. Und zum Beispiel, bitte auf Nächste drücken, ja. Zum Beispiel kann man das auch in dem unteren Bild sehen, rechts, genau. Also da ist eine Esche, deren großen Teil der Baumkrone abgestorben ist, also eine große Kronenverlichtung. Das kann zum Beispiel Trockenheitsschaden sein oder andere Gesundheitsprobleme. Und wir haben auch nach Kleinstlebensräumen gesucht, also ob es an Bäumen Flechten, Moos oder Höhlen oder Nester gibt, die als Habitat für Insekten oder Vögel dienen können. Am Bild links unten können Sie zum Beispiel Flechten an einer Baumborke sehen. Genau, also was sagen uns dann jetzt diese Messungen über die Ökosystemleistungen und was ist der Zusammenhang? Also um diesen Zusammenhang besser zu verstehen, habe ich hier drei konkretere Beispiele. Bei dem ersten Beispiel geht es um bereitstellenden Ökosystemleistungen. Wir haben zum Beispiel notiert, welche Baumarten nicht Holzprodukte bereitstellen, wie zum Beispiel Beeren oder welche haben einen medizinischen Wert. Und so können wir wissen, auch welchen Wert der Baum für die direkte Nutzung hat für Menschen, also Nahrung oder medizinische Versorgung und auch der ökonomische Wert davon. Das Gleiche gilt auch für Holz. Man kann auch den ökonomischen Wert des Holzes berechnen. Damit haben wir uns aber in dem Projekt nicht befasst. Wir haben auch die Krone eines Baumes als Beispiel für regulierende Leistung. Also durch die Krone eines Baumes können wir wissen, wie viel CO2 der Baum aufnehmen kann und wie viel Luftschadstoffe, wie zum Beispiel Ozon oder Stickstoffdioxid. Und so können wir wissen, welchen Beitrag leistet ein spezifischer Baum zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Luftqualität in Städten. Dies hat dann auch eine Wirkung auf die Gesundheit der Menschen. Wir können so allgemein sagen, dass je größer und gesunder die Krone eines Baumes ist, desto mehr CO2 und Luftschadstoffe der aufnehmen kann. Natürlich hängt das auch immer von Baumart und dem Standort und anderen Faktoren ab. Wir haben dann auch als drittes Beispiel für die unterstützende Leistungen, wir haben Höhlen und Nester aufgenommen, wie schon erwähnt. Und das gibt uns einen Rückschluss auf den Reichtum von Kleinstlebensräumen. Also wie viele Arten gibt es und wie viele Individuen, also wie viele Insekten oder wie viele Vogelarten an einem Baum einen Lebensraum haben. Das ist wichtig, um zu wissen, wie viel Biodiversität haben und auch für die Erhaltung der Biodiversität. Das waren nur einige Beispiele. Also wir haben insgesamt 23 Ökosystemleistungen quantifiziert. Diese Tabelle dient nur als Überblick davon. Eine unserer Schlussfolgerung war, dass beim Vergleich zwischen verschiedenen Landnutzungen, wir haben also zum Beispiel Waldgebiete, Landwirtschaft und bebaute Flächen verglichen und wir haben herausgefunden, dass die meisten Ökosystemleistungen höher in Wäldern und naturnahen Flächen waren. Das war auch nicht überraschend, aber wir haben auch festgestellt, dass Bäume in landwirtschaftliche und bebaute Fläche auch sehr hohe und wertvolle Ökosystemleistungen anbietet, die man auch weiter pflegen und fördern soll. Ich möchte auch auf zwei wichtige Herausforderungen aufmerksam machen, die wir identifiziert haben. Erstens, da jede Ökosystemleistung eine eigene Einheit hat, ist es schwierig, alle Ökosystemleistungen zusammenzufassen oder einen Gesamtwert zu finden.
Daher sind wir dabei, ein System zu entwickeln, der auf Punkte basiert, um diese Ökosystemleistungen einheitlich zu bewerten. Und dies könnte auch ermöglichen, dass solche Berechnungen in Managementplänen einbezogen werden. Eine andere Herausforderung ist, dass es oft schwierig ist, gleichmäßig Ökosystemleistungen zu stärken. Also nicht alle Ökosystemleistungen werden überall hoch sein oder genauso hoch sein. Und oft ist eine hohe Bereitstellung von einer spezifischen Ökosystemleistung mit einer niedrigen Bereitstellung eine andere Leistung verbunden. Und das nennt man Zielkonflikte. Wir haben in unserem Fall in Karlsruhe und Rheinstetten einige Zielkonflikte zwischen Ökosystemleistungen identifiziert. Und hier sehen wir ein Beispiel davon. Wir haben festgestellt, dass es in vielen Flächen einen Zielkonflikt zwischen regulierenden und unterstützenden Leistungen gab. Genauer gesagt, wo es eine höhere Biodiversität gab, also wie hier rechts bei den unterstützenden Leistungen, haben wir auch eine niedrigere Aufnahme von CO2 und von Luftschadstoffen festgestellt. Das wären die regulierenden Leistungen. Und warum, werde ich zunächst erklären, also eine der Gründe. Nächste Folie bitte. Wir sehen hier links eine gesunde Fichte mit einer weiten Krone und eine gesunde Krone. Und rechts sind zwei Bilder, eine liegende und eine tote Fichte. Und jetzt können Sie kurz überlegen, was meinen Sie, welcher Baum, die gesunde Fichte oder die tote Fichte, mehr Ökosystemleistungen bereitstellen kann? Nächste Folie, bitte. Ja, das kann man vielleicht, denkt man, okay, der gesunde Baum kann natürlich mehr Ökosystemleistungen anbieten, aber die Frage ist auch nicht so schwarz-weiß, sondern klar, wenn man nur die Menge betrachtet, der gesunde Baum kann mehrere Ökosystemleistungen anbieten und vielleicht auch eine größere Menge an bestimmten Ökosystemleistungen. Zum Beispiel die regulierenden Leistungen. Also dadurch, dass dieser Baum eine große und eine gesunde Krone hat, kann er mehr CO2 aufnehmen und Luftschadstoffe und kann auch mehr Schatten produzieren. Das sind regulierende Leistungen. Da kann auch, also nach der Wahrnehmung von meisten Menschen, sieht er auch schöner aus als ein toter Baum. Und so, er hat höhere ästhetische Werte, das wäre eine kulturelle Leistung. Der tote Baum aber im Recht ist aber, also es kann ein toter Baum oder ein sehr alter Baum sein mit einer kleineren Krone oder ungesunde Krone. Dieser Baum kann im Gegenteil diese Leistungen, die regulierenden Leistungen nicht anbieten oder nur in einem niedrigen Maß. Dafür hat er vielleicht einen größeren Angebot an Lebensräumen, also an Höhlen, Nester, also Lebensräume, wo Insekten oder Vogelarten oder andere Tiere einen Lebensraum finden. Und das heißt, dass er einen höheren Wert für die Biodiversität hat. Ja, nächste Folie bitte. Das können wir zum Beispiel in folgenden Fotos erkennen. Nochmal klicken, ja, danke. Das, also in der Mitte ist eine Turmfalke auf einer toten Fichte. Rechts sehen wir eine Eiche mit mehreren Spechthöhlen. Und links sind da auch liegendes und stehendes Totholz, die auch sehr wichtig sind für viele Tierarten und Insekten. Also diese toten Bäume, obwohl sie nicht so viel zum Klimaschutz oder zur Abmilderung der Luftverschmutzung beitragen können, sind sehr wertvoll für den Erhalt der Biodiversität. Deswegen werden viele auch als Habitatbäume bezeichnet von dem Natura 2000 Schutzgebietssystem. Und heute sind solche Bäume und auch Totholz nicht mehr wegzudenken, auch in Wirtschaftswäldern, und sollten auch weiter gefördert werden. In unserem Fall haben wir diese Zielkonflikte in Naturschutzgebiete gefunden, vor allem zum Beispiel in Rappenwörth oder Großgrund. Und das kann man so erklären, dass in solche Gebiete mehr Maßnahmen für die Erhaltung von Lebensräumen ergriffen werden. Also hier steht Naturschutz im Vordergrund. Dafür gibt es aber mehr ältere oder tote Bäume, die weniger zur der Aufnahme von Luftschadstoffen beitragen oder CO2 und zum Klimaschutz beitragen. Also in Zusammenfassung können wir an diesem Beispiel sehen, dass nicht überall alle Ökosystemleistungen gleich gefördert werden können. Aber diese Identifizierung von Zielkonflikten
Und dieser Unterschied zwischen der Bereitstellung von Ökosystemleistungen hilft uns, um Strategien zu finden, wie man solche Zielkonflikte reduzieren kann und wie und wo man spezifische Ökosystemleistungen fördern kann, die vielleicht niedriger bereitgestellt werden. Genau, und so komme ich zum Ausblick. Also erstens haben wir festgestellt, dass die Berechnung von Ökosystemleistung für die Wertschätzung von urbanen und periurbanen Wäldern sehr wichtig ist. Aber nur die Berechnung ist nicht ausreichend. Erstens bräuchten wir auch einen einheitlichen System, damit die Bewertung und Inwertsetzung von Ökosystemleistung erfolgreich ist. Und wir sind auch dabei, so ein System zu entwickeln und das um die Ökosystemleistungen einheitlich bewerten zu können. Wir haben auch gemerkt, dass die Relevanz von Ökosystemleistungen für das Wohlergehen der Menschen nicht nur mit einem Gesamtwert wiedergespiegelt werden kann. Also es ist sehr wichtig, die Zielkonflikte besser zu verstehen und auch wissen, wo welche Ökosystemleistungen gefördert oder priorisiert werden sollen. Und diese ganzen Berechnungen und Analysen sollen auch in Managementplänen einbezogen werden. Zweitens haben wir auch festgestellt, dass die Berechnung von Ökosystemleistungen zur Identifizierung von Hotspots beitragen kann, die eine besondere Aufmerksamkeit benötigen. Zum Beispiel Orte mit ganz hohen Ökosystemleistungen, die gepflegt werden sollen, oder Orte, die Aufwertung brauchen. Zum Schluss möchte ich sagen, dass jeder von uns dazu beitragen kann, städtische Bäume und ihre Ökosystemleistungen zu fördern oder stärken. Und deswegen ist es wichtig, die Bewusstsein über die Wichtigkeit von urbanen Bäumen zu stärken. Und deswegen ist auch wichtig, diesen Austausch zu haben mit Bürgern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gebe ich das Wort an meine Kollegin Angela wieder. Wir heute Abend eigentlich gehört haben und womit, mit welchen Fragen wir jetzt vielleicht auch in die Diskussionsrunde starten, wo wir uns auch freuen über Ihren Input und Ihre Ideen. Zuerst haben wir von Katrin zur Fallstudie zum Erwin-Projekt gehört. Wie gehen wir mit Waldbränden um und vor allem mit der Wiederaufforstung nach Waldbränden? Was machen wir da? Wie sollten wir uns verhalten? Sollten wir nichts tun und den Wald quasi sich selbst belassen? Und von ganz allein uns auf die Naturverjüngung verlassen, können wir aber dann auch garantieren, dass alle Ökosystemleistungen, die wir vom Wald uns erhoffen, auch wirklich geleistet werden, also auch ein Erholungswert und auch natürlich der wirtschaftliche Holzwert, den wir dem Wald zuschreiben. Oder sollten wir dafür aktiv eingreifen oder beides kombinieren? Und wenn ja, wie? Ich denke, Katrin hat da ganz spannende Einblicke gegeben, was die unterschiedlichen Strategien jeweils mit sich bringen würden für Vorteile und auch für Nachteile. Und ich glaube, da können wir gleich nochmal in die Diskussion einsteigen, was auch Ihre Gedanken da zu dem Thema sind. Und die zweite Fallstudie war dann das Grüne Lunge-Projekt, was Julia und ich vorgestellt haben. Und auch da hatten wir am Anfang in Schomets Beitrag schon Fragen aufgeworfen, die ich gerne nochmal hervorheben würde, weil wir uns sehr freuen würden, wenn Sie da auch Ihre Gedanken noch mit uns teilen würden, gleich in der Diskussion. Das ist zum einen, Bäume in städtischen Gebieten bieten viele Leistungen. Ich denke oder hoffe, das haben wir in den Vorträgen auch gesehen und das haben Sie auch am Anfang in der kleinen Umfrage in Ihren Antworten schon bestätigt. Allerdings können wir nicht alle Leistungen gleichzeitig bereitstellen oder der Wald kann nicht alle Leistungen gleichzeitig bereitstellen, sondern es kommt immer wieder zu Zielkonflikten. Und wie können wir die, nachdem wir sie identifiziert haben, auch reduzieren oder wie gehen wir im Management damit um? Außerdem sind städtische und stadtnahe Wälder von uns von großem Wert, aber wie können wir sie auch in Wert setzen? Wie können wir das schaffen, dass auch in der Politik und im Management dieser Wert den Bäumen wirklich zuteil kommt? Vielleicht haben Sie da auch Ideen, wie das geschehen könnte. Da freuen wir uns über Ihren Input.
Und zu guter Letzt vielleicht auch selbst reflektieren. Jeder Bürger und jede Bürgerin kann mithelfen, den urbanen Wald zu schützen. Das hat Julia, glaube ich, gerade auch noch mal ganz deutlich gesagt. Aber wie können auch wir, wie können Städte, wie können wissenschaftliche Projekte das fördern, dass Bürgerinnen und Bürger wirklich aktiv da auch einbezogen werden? Und da freuen wir uns auch über Ihr Feedback. Und ich glaube, damit starten wir in die Diskussionsrunde, beziehungsweise erst gibt es noch Verständnisfragen. Ja, vielen lieben Dank, Angela. Vielen Dank, Julia, für diese spannenden Einblicke. Ja, genau, bevor wir jetzt in die Diskussion reinstarten, Sie kurz noch mal die Chance, noch ein paar Verständnisfragen direkt an Angela und direkt an Julia zu stellen. Wir haben hier auch schon mal eine bekommen. Da könnt ihr überlegen, wer sie beantworten möchte. Die Frage, wer bezahlt denn für die Ökosystemdienstleistungen? Julia, magst du, soll ich? Ich kann versuchen, du kannst gerne ergänzen. Also es ist eine schwierige Frage jetzt. Ich glaube, also wenn die Frage ist, wer zahlt jetzt gerade, ich würde sagen, niemand zahlt wirklich direkt für Ökosystemleistungen von urbanen Wäldern. Vielleicht indirekt, aber nicht wirklich Ziel, also mit dem Ziel, eine Ökosystemleistung zu zahlen, aber indirekt, ich glaube, so in dem, also indem wir Wälder gut erhalten und auch urbane Wälder und urbane Bäume gut erhalten, so erhalten wir auch Ökosystemleistungen. Und das Geld kommt dann je nachdem, wer den Wald erhaltet, also entweder Privatwaldbesitzer oder die Stadt oder ja, je nachdem, wer verantwortlich ist für die städtischen Bäume oder für die Wälder. Genau, aber das ist auch unsere Überlegung, ob es irgendwann ein System gibt, um die Ökosystemleistungen zu zahlen. Jetzt gibt es auch diese Payments for Ecosystem Services zum Beispiel weltweit. Ja, aber da kann man auch überlegen, ob das auch die beste Alternative ist, die Ökosystemleistungen monetär zu berechnen oder ob es andere Methoden gibt. Vielleicht war das jetzt zu lang und keine richtige Antwort. Angela, du kannst auch. Nein, ich glaube, das hat es schon ganz gut beschrieben. Ich glaube, es ist erstmal eine wichtige Frage, die auch in der aktuellen Debatte viel gestellt wird, muss es denn oder sollte es ein Geldwert sein, den wir Ökosystemdienstleistungen zuschreiben? Braucht es die, damit sie in der Politik beachtet werden und auch im Management in dem Maße eingeplant werden? Oder gibt es vielleicht auch andere Systeme, den Wert auszudrücken und die Ökosystemleistungen in Wert zu setzen? Ich glaube, das ist eine große Diskussion und das war auch eine der Fragen, die ich am Ende noch an Sie gestellt habe. Vielleicht haben Sie Ideen, kreative Ideen. Ich glaube, das ist eine sehr geführte, aktuelle Diskussion und da würden wir auch gerne mit Ihnen drüber diskutieren. Ja, danke für eure Antworten dafür schon mal. Noch eine weitere Verständnisfrage hier. Vielleicht an dich, Angela. Gibt es Vergleichswerte zur kulturellen Waldwahrnehmung vor der Pandemie? In unserer Studie gibt es die leider nicht und es gab einige oder sagen wir zu dem Zeitpunkt, vor allem als wir uns damit beschäftigt haben, als wir die Studie durchgeführt haben, das war im August und September 2020, da war auch die Verfügbarkeit von anderen Studien, die sich mit der Wahrnehmung während der Pandemie beschäftigt haben, noch sehr limitiert. Ich weiß bis jetzt von keiner, die Vergleichswerte für vorher und während der Pandemie hat. Bei uns haben wir die Studie erstmalig durchgeführt während der Pandemie. Ich denke aber schon, dass es auf jeden Fall später auch Vergleichswerte geben wird für während der Pandemie und nach der Pandemie. Und ja, ich glaube, soweit dazu. Also bei uns aktuell nicht. Wir haben die Studie einmalig durchgeführt bisher. Okay, danke für deine Antwort. Und dann würde ich hier noch diese Frage, ein bisschen Fragen Richtung mit dem Totholz. Also hier mal die Frage, vielleicht, wie viel braucht man für einen Hektar? Und weiter unten war eine ähnliche Frage auch, wie viel Totholz ist notwendig für einen gesunden Wald? Ja, ich glaube, das richtet sich an Julia. Also da kann ich leider auch nicht eine genaue Antwort geben. Verschiedene
Organisationen haben verschiedene, nicht Richtlinien, sondern eher, wie sagt man? Ja, so, Suggestions, also so Empfehlungen. Empfehlungen, wie viele. Es, also von Habitatbäumen weiß ich, dass die NABU empfiehlt, dass es so 5 Habitatbäume pro Hektar sein sollen in einem Wald, aber das ist auch nicht keine wirkliche Richtlinie. Und auch mit Totholz ist auch unterschiedlich, ob es ein Naturschutzgebiet ist oder ein Wirtschaftswald. Also generell soll Totholz gefördert werden. Aber jetzt kann ich auch nicht antworten, ob es eine allgemeine Richtlinie jetzt dafür gibt. Soweit ich weiß, das ist nicht so klar. Und es kommt darauf an, wo genau. Ja, vielleicht können wir die Frage auch nochmal mitnehmen in die Diskussion. Vielleicht kann uns auch noch die Katrin oder der Schaumit weiterhelfen damit. Ich sehe jetzt hier aktuell keine weitere Verständnisfrage dazu, für Angela und für Julia direkt. Also nochmal vielen Dank für euch für den Input. Und ja, ich lade jetzt Sie ganz herzlich ein, gemeinsam in die Diskussionsrunde überzugehen. Und ja, wir haben jetzt die Chance, mit unseren Referentinnen und auch miteinander zu diskutieren und alle ihre Fragen auch noch loszuwerden, die sie haben.